Folge geht es um die Frage, wie sich Präsenz- und Fernunterricht kombinieren lassen. Der aktuelle Anlass, den zeige ich auch gleich. Und zwar sind es so erste Entscheidungen, Vermutungen, dass an den Schulen, an denen ich unterrichte oder an denen ich Studierende betreue, dass die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dass man Ganzklassenunterricht aufnehmen kann. Und zwar, ich kann es noch etwas genauer zeigen, ist die Regelung im Moment, dass pro Person 4 Quadratmeter zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, die Schulzimmer müssten über 80 Quadratmeter groß sein. Man sieht jetzt hier so ungefähr ein Schulzimmer, wie groß es ist. Auch wenn die groß sind, die sind nicht 80 Quadratmeter. Das heißt, es müssen sich Lösungen ergeben, wie Präsenzunterricht möglich ist mit diesen Distanzvorgaben. Und wenn man jetzt das mal realistisch durchdenkt, dann kommt man so zum Schluss, dass man Klassen wahrscheinlich dritteln muss, dass man gut in den Unterrichtsräumen arbeiten kann, wenn jeweils ein Drittel der Klasse da ist. Also diese 80 Quadratmeter basieren, dass 19, 20 Personen in einem Raum sind. Es gibt aber in der Schweiz Schulen, die bis zu 30 Schülerinnen und Schüler in einem Raum haben. Das wären dann natürlich nochmal deutlich mehr Quadratmeter. Also wenn wir die Klassen dritteln zu Lerngruppen von jeweils 10 Personen mit der Lehrerin oder dem Lehrer zusammen, dann sollte das wahrscheinlich in den Zimmern so jetzt möglich sein, dass die dann 40 Quadratmeter groß sind, 45 vielleicht, dass man noch so ein bisschen Raum hat. Was dann heißt, man muss die Klassen aufteilen in 3 Gruppen. Das habe ich links gezeigt. Wir haben die 3 Gruppen der Klasse, die dann vielleicht sogar ein bisschen größer sind, als das jetzt hier symbolisch dargestellt ist. Das bedeutet dann, wir brauchen pro Gruppe jeweils einen Zeitslot. Also brauchen wir, wenn es 3 Gruppen sind, 3 Zeitslots. Im etwas einfacheren Fall sind es 2 Halbklassen, die dann jeweils 2 Zeitslots brauchen. Also dann kann man die unterste Zeile und die rechte Spalte, die kann man abdecken. Dann hat man einfach diese 4-Matrix. Wenn man es jetzt noch extremer aufteilen will, dann hat man vielleicht 4 Zeitslots, 4 Gruppen. Ich denke nicht, dass das realistisch ist, aber gehen wir mal von diesem, nehmen wir mal an, dass es einfach Drittelklassen sind, dann lässt sich das leicht aufteilen und sagen, wir haben pro Gruppe und Zeitslot jeweils ein Modul. Und weil das jetzt jede Gruppe 3 Module hat, habe ich die jetzt so nummeriert und habe dann rot jetzt umrandet die Module, die im Präsenzunterricht an der Schule stattfinden können und die jetzt nicht umrandeten Module finden weiterhin im Fernunterricht statt. Das ist sehr wahrscheinlich die Lösung, die jetzt da gewählt wird. Und möchte jetzt kurz ein paar Modelle besprechen, die jetzt hier denkbar sind. Grundsätzlich können wir einfach mal davon ausgehen, diese 3 Module lassen wir die mal identisch. Ich habe gestern mit einem Kollegen diskutiert, der Chemie unterrichtet, und der sagt, wenn ich die da habe, dann muss es sowas ein Experiment geben, dann muss was passieren, dann muss es so irgendwie hands-on, man muss so arbeiten, wie wir halt in der Chemie arbeiten. Also ich verbrenne im Deutschunterricht zum Glück keine Bücher und da muss jetzt nicht so viel laufen, aber im Chemieunterricht muss man vielleicht ein bisschen was verbrennen oder zumindest erhitzen. Völlig verständlich. Dann sagt man, ja gut, dann sollen die Präsenzmodule identisch sein. Das bedeutet dann, sie sind zunächst einmal vom Fernunterricht unabhängig, weil ich sonst ja das Problem habe, dass die an ganz unterschiedlichen Zeiten im Lernprozess stattfinden. Also das müsste wie was sein, was jetzt mit dem Fernunterricht nichts zu tun hat, so dass dann der Fernunterricht auch mehr oder weniger selbstorientiert ablaufen kann. Also die Frage ist, wie präsent bin ich dann da noch, wenn ich grundsätzlich im Schulzimmer Lerngruppen betreuen muss? Wie viel Zeit habe ich dann überhaupt als Lehrkraft noch, um die Gruppen, die im Fernunterricht sind, zu betreuen? Und da denke ich, muss man schon sehr achtsam sein, auch auf die Arbeitszeit von Lehrpersonen. Wenn ich eine Verpflichtung habe von 27 Stunden, dann habe ich 27 Präsenzlektionen, auch mit kleinen Gruppen. Und daneben dann noch die Lektionen so durchzuführen, dass die anderen Lerngruppen betreut werden, das scheint zunächst verlockend zu sein, aber ist schlicht nicht realistisch. Und nur weil ich kleinere Gruppen habe und vielleicht dieselben Vorbereitungen mehrmals verwenden kann, das nimmt mir jetzt nicht die Zeit, das entlasse mich nicht von so viel Arbeitszeit, dass ich daneben noch ständig Videokonferenzen durchführen könnte.
Ja, also man sieht hier Vorteile und Nachteile. Da habe ich jetzt schon einiges erwähnt. Das gehe ich jetzt nicht mehr im Detail durch, zumal ich ohnehin so Bullet-Point-Folien gar nicht so gern mag. Aber hier hat sich's jetzt angeboten. Die zweite Möglichkeit ist, dieser grüne Rahmen sagt, okay, dann sind halt einfach immer Modul 1 ist dasselbe. Also ich nehme jetzt als Modell, ich lese einen literarischen Text mit einer Klasse. Der grüne Rahmen ist, wir lesen Kapitel 1, in der zweiten Woche Kapitel 2, in der dritten Woche Kapitel 3 und wir besprechen dann jeweils zu dem Zeitpunkt dieses Kapitel und die Präsenzveranstaltung ist entsprechend jeweils auf ein anderes Kapitel bezogen, also es ist die Besprechung dieses Kapitels. Das heißt, die Module sind dann zugänglich über Fern- und Präsenzunterricht. Das könnte sein, dass ich dann denen, die jetzt nicht hier sind, Aufträge gebe, die sie in der Gruppe besprechen sollen. Und mit dem Drittel der Klasse, das da ist, bespreche ich das in einem Unterrichtsgespräch, bei dem ich präsent bin. Ich könnte dann die Gruppen zu Hause auch gewisse Dinge vorbereiten lassen, über die wir vielleicht dann auch in der Schule weiter diskutieren und dann das dann wieder zurückmelden. Also, dass so eine gewisse Interaktion auch möglich ist. Das wäre wahrscheinlich die schönste Idee, dass man sagt, die Gruppen zu Hause bereiten das schon mal vor, stellen ein Padlet, ein Etherpad, halten da Thesen, Fragen fest. Wir diskutieren das dann im Unterrichtsgespräch und melden dann wieder die Erkenntnisse zurück. Da Kommunikation zu schaffen, das fände ich sehr, sehr wichtig. Und der Vorteil von diesen identischen Modulen, wie ich es jetzt hier gezeigt habe, ist, dass die rot umrandeten Präsenzmodule dann jeweils aktuell dem Lernstand entsprechen, so eine gewisse Dynamik auch da ist. Der Nachteil ist, dass unterschiedliche oder ungleiche mediale Voraussetzungen da sind, um den jeweiligen Lernschritt zu bewältigen, was aber natürlich mit medienpädagogisch geschickten Überlegungen auch als Vorteil genutzt werden kann, dass man wie sagt, zwei Lerngruppen haben jetzt diesen Zugang gewählt, im Präsenzunterricht wählen wir einen anderen und das ergänzt sich dann gegenseitig, dass da was passiert. Aber das erfordert so einiges an Vorüberlegungen, an Geschick und da kann ich vielleicht auch gleich eine weitere Befürchtung einführen. Wir haben jetzt vieles so on the go gemacht, also wir haben begonnen, diesen Fernunterricht ohne große Vorbereitung, ohne Konzeptarbeit, ohne Weiterbildung, ohne Reflexion. Und wir gehen jetzt über in so ein Hybridmodell wahrscheinlich, ohne dass wir jetzt auch sehr viel Zeit haben, das zu planen, zu evaluieren, Best Practice uns anzuschauen. Und die Gefahr ist schon, dass wir jetzt nicht viel Zeit haben, um das zu planen. Natürlich, wenn es dann nach den Sommerferien weitergeht, dann haben wir in den Ferien etwas Zeit, um uns da geschickte Herangehensweisen zu überlegen. Eine Variante davon ist, dass wir eine digital unterstützte Fishbowl durchführen. Was würde das heißen? Das würde heißen, die Präsenzmodule werden per Videokonferenz übertragen nach Hause. Man müsste vielleicht in einer Klasse mehrere Kameras aufstellen, die dann jeweils in eine Videokonferenz eingespiesen werden. Mit Handys und Tablets kann man das recht elegant machen, dass man eigentlich von zu Hause wirklich dabei ist, bei der Klasse, dass man mithört, was da diskutiert wird und dass dann diejenigen, das wären jetzt hier die grünen Sterne, die nicht im Schulzimmer sind, dass die ganz spezifische Aufträge haben, dass die Feedback geben, dass die weiterdenken, dass sie vielleicht auch im Chat gewisse Dinge festhalten, so dass die Präsenzstunde weitergedacht, anders gedacht, ergänzt wird durch das, was die Schülerinnen und Schüler zu Hause machen. Das ist ein attraktives, witziges Format, was aber enorme Anforderungen natürlich an die Lehrkraft stellt, die irgendwie die Videokonferenz managen muss und gleichzeitig einen guten Präsenzunterricht moderieren sollte. Und zweitens, dieser rote Pfeil, was ist genau die Interaktion zwischen diesen beiden Gruppen? Das muss wirklich gut überlegt werden. Und ich denke, in vielen Settings ist es fast nicht möglich, das irgendwie gut zu motivieren. In anderen, gerade so Literaturbesprechungen, würden sich natürlich sehr gut eignen. Dazu auch Debatten, die man führt. Auch da gibt es viele gute Ansatzpunkte für diese Art von Unterricht. Jetzt gibt es eine nächste Möglichkeit oder eine letzte Möglichkeit, die ich jetzt vorstellen möchte. Und zwar ist es so, dass man ein bisschen von Flipped Classroom ausgehen könnte. Was das heißt, ist, es gibt eine Instruktion, die zum Beispiel über ein Lehrvideo vermittelt wird. Also ich erkläre etwas, sagen wir, ich mache jetzt einen relativ trockenen Grammatikunterricht.
Ich erkläre vielleicht bestimmte Begrifflichkeiten, Zusammenhänge in einem kurzen Lehrvideo. Das schicke ich allen, die schauen sich es zu Hause an im Lernmanagementsystem. Und dann gibt es ein Modul, bei dem wir vielleicht Forschungsfragen besprechen, Übungen uns anschauen. Und diejenigen, die nicht im Unterricht sind, halten das in einer Videokonferenz, führen sie das mit mir durch, dasselbe, führen vielleicht sogar eine Videokonferenz ohne mich durch, bei der sie vielleicht auch Fragen stellen können. Also dass eigentlich diese Module recht ähnlich sind, aber sie sind in dem Sinne flipped, dass keine Instruktion erfolgt. Und das wollte ich einfach deshalb noch beisteuern, weil ich denke, die Gefahr ist, dass man bei diesem Präsenzunterricht ganz stark dann so in die Rolle der Erklärerin oder des Erklärers schlüpft. Und davon möchte ich ganz stark abraten. Also nicht diese frontale Instruktion wieder einführen und dann wie denken, ah, die zu Hause sind, die haben jetzt meine tollen Erklärungen verpasst. Ich denke nicht, dass die Präsenzsituation dafür genutzt werden sollte. Und Flipped Classroom ist halt genau dafür eine gute Orientierung. Jetzt habe ich hier die Folie noch nicht mal fertig gemacht, also Instruktion per Video oder Input und Präsenzsitzung oder Videokonferenz für Austausch, Diskussion, Übungen und so weiter. Ja. Da muss man nicht sehr viel dazu sagen. Ich denke, Flipped Classroom, das kennen sehr viele. Da findet man auch viel Literatur dazu, findet man viele Hinweise dazu. Vielleicht noch kurz die Vor- und Nachteile. Also die Vorteile ist, es ist ein nachhaltiges Unterrichtsmodell, an dem man sich dann auch in einer Phase orientieren kann, wo dann wirklich auch Präsenz da ist. Was vielleicht ein bisschen die Gefahr ist, sind wieder diese Zeitslots. Also wenn ich denke, okay, ich mache dann noch Videokonferenzen und wie gesagt, ich habe 27 Präsenzstunden und muss dann irgendwo die Zeit finden, um das mit denen, die nicht in die Schule kommen, auch noch zu machen. Das ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr aufwendig. Davon würde ich abraten, das führt zum Burnout, was nichts bringt. So, das wären die drei Modelle gewesen, die ich mir jetzt vorstellen kann. Ich versuche jetzt dann gleich auch die Folien unten zu verlinken, wenn ihr weitere Ideen habt, wie sich Präsenz- und Fernunterricht kombinieren lassen. Dann bin ich sehr gespannt, freue mich von euch zu lesen und werde das dann auch versuchen, noch in einem Blogpost etwas auszuarbeiten und schriftlich zu formulieren, was ich jetzt hier gesagt habe. Wie immer, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr die Videos teilt, wenn die euch gefallen und bis zum nächsten Mal.